Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Es fühlt sich so an, als würde mich mein Instinkt in die Ferne ziehen. Fallout 3, wo wir nicht in die Ferne gezogen werden, sondern halt in den Ruinen oder, naja, gleich in den Untergrund von Bethesda gehen. Ich werde aber vorher noch einmal chinesische Armee, das große Buch der Wissenschaften und genauso wie praktische Rezepte für den Flammenwerfer nochmal dazu nehmen. Damit wir das einfach mal vom Gewicht her weg haben. Und jetzt gehen wir in den Untergrund. Hab ich jetzt hier irgendwas verpasst oder so? Wo rennen die denn jetzt hin? Warum rennen die denn jetzt weg? Hä? Weißt du, was hier los ist? Nee? Gut, ich auch nicht. Und tschüss. Hat da unten jemand gepupst oder so? Keine Ahnung. Stinkt das da vielleicht jetzt? Oder warum rennt ihr jetzt alle aus dem Untergrund raus? Ich bin da. Muss ich mich wieder waschen gehen? Aber ich dachte, die Deckdusche, die hat was gebracht. Ach Mann. Weil Wasser selten ist gut und so. Warum sind die denn jetzt hier alle abgehauen? Weswegen? Das ist jetzt, kurios. Ach, sonst ist keiner hier oder so. Ein bisschen Strahlung und gut. Ja. Erstmal in Ruhe hinsetzen. So. Habe ich das Buch trotzdem mitgekriegt. Gut, hier Strahlung. Ja, das ist ja üblich. Das ist ja Mülldeponie überall. Nochmal eine Nuka-Cola. Aber warum sind jetzt die Ghule alle rausgerannt? Hier riecht es nach Gefahr. Okay, ja gut, wenn es hier dann nach Gefahr riecht, ne? Schachtelzigaretten liegt da noch. Hier geht's aber auch nicht weiter. Hier ist auch alles dicht. Da sind wieder leuchtende Ghule, die noch mehr leuchten. Jetzt sind sie wieder hier, oder was? Aber was hat euch denn so aufgeschreckt hier? Ja, da wollte ich eigentlich auch rein. Ganz viele Dosen hier. Was die denn jetzt so aufgeschreckt? Wie von der Tarantel gestochen hier. Sehr merkwürdig und mysteriös. Todeskralle hier oder irgendwas in der Richtung, was jetzt hier Ghule streitig machen kann. Ein paar Batterien. Metallkisten. Munition. Ganz viel Krimskrams. Verschlossene Munitionsbehälter. Ah, meine guten Haarklammern. Gut, aber für Brennstoff kann man es riskieren. Oh, halt. Da war sogar eine Haarklammer drin. Oh. Ja, jetzt gehen die hier unten runter. Da geht's jetzt irgendwie hoch.
Naja, sonst Dosen hier unten jetzt. Also, wenn wirklich Besonderes im Untergrund ist, jetzt hier nicht. Und Bethesda. Bin mal gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Hier ist der Gullideckel. Ja gut. Ja, ich weiß. Warum sind die jetzt da einfach rausgerannt? Ich weiß es nicht. Achtsamkeit bedeutet Sicherheit. Ja. Na gut, dann war es das jetzt mit dem Untergrund von Bethesda. Ich hatte jetzt eigentlich mehr gehofft als jetzt nur... Naja. Ghule, die plötzlich rausrennen, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. Jetzt gucken wir hier nochmal so ein bisschen in den Ruin rein, ob hier vielleicht noch irgendwo was ist. Was man hier vielleicht noch finden oder mitnehmen kann. Aber es sieht nicht danach aus. Nochmal irgendwie so Munibehälter oder sowas wenigstens hier. Aber es ist an und für sich nur zerstört. Schluck das! So. Robohirne werden abgefackelt. Ja, aber sonst sehe ich hier jetzt nichts weiter. Bushaltestelle halt. Hm. Und hier drüben haben wir dann halt nochmal... Raider. Da haben wir sogar einen Sklavenhändler. Braucht er ja sowieso ein Outfit von ihm, ne? So, Mr. Herr Sklavenhändler. Es ist jammerschade um diese Sklaven. Die hätten uns in Paradise Falls ein hübsches Sümmchen Kronkorken eingebracht. Okay. Du hast dich gerade selbst sogar nochmal geoutet. Somit würde ich sagen, passt's. Ich habe sogar Dogmeat ein bisschen getroffen, aber den scheint das nicht zu stören. Dann machen wir die Leute halt nackig. Haben sie nicht verdient. So, hier können wir ein bisschen Baseball spielen. Mit einer fliegenden Base. Oh, oh, oh. Hier eigentlich so keine richtigen Orte drin sind, ne? Das ist ein bisschen schade hier. Da drüben haben wir jetzt nochmal ein Gebäude. Da haben wir ein Yaogwai in freier Wildbahn. Des Todes rückt näher. So. Gucken wir hier nochmal so ein bisschen durch. Yaogwai-Fleisch nehme ich ja gerne mal mit. Ja, ist komplett verriegelt und verrammelt, das Gebäude hier. Dann gucken wir uns hier halt erstmal in der City so ein bisschen um. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo was Nützliches. Also für uns Nützliches. Vielleicht auch ein bisschen Schrott oder so. Irgendwas werden wir ja hoffentlich hier finden. Ich habe auch Hoffnung, dass wir in irgendeins der Gebäude nochmal reingehen können hier. Mr. Gutsy. Gut. Tschüss, Mr. Gutsy. Was schießt du da noch, Fox? Der Gegner stirbt, triumphiere ich. Das ist richtig. Weil er wollte mit einem Messerchen auf dich losgehen. Und du mit deinem Gatling-Laser? Naja. Du hast bis jetzt schon alles weggeniedelt hier. So, einmal Brennstoff mitnehmen. Also bis jetzt waren die Gutsys ganz günstig.
Das, was wir verfeuert haben, das haben wir jetzt schon eigentlich 3 oder 4 Mal sogar wieder drin. Voltec-Brief, den kennen wir auch schon. Ja, wenigstens ein Aschenbecher. Na, Vorkriegsgeld. Wer steckt denn schon bitte Geld in den Briefkasten? Manchmal fühlt es sich so an, als würde mich mein Instinkt in die Ferne ziehen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, aber hier ist jetzt nichts weiter. Die Stadt ist aber noch ein bisschen größer, deswegen, ja. Streifzug durch die Bethesda-Stadt. Weil sie ja keinen Namen hat. Wahrscheinlich deswegen nicht, aber ich finde es eigentlich schade, dass es keinen. Dass man da nicht irgendwie noch ein bisschen was findet oder so. Und dann wenigstens einen Schnellreisepunkt nochmal gibt. Ah, hier scheint es Raider-mäßig zu sein. Ah, hier haben wir sogar was. Was gefunden. Siehst du, suchen lohnt sich. Scheint wohl wahrscheinlich irgendein Raider zu gehören. Na gut, dann klopfen wir mal an. Die Raider-Hütte. Sollte nicht lang dauern. Wärst wohl... Aha. Lass mich raten. Die Zeit des Blutvergießens naht. Tja, ich würde sagen, die Raiderhütte ist keine Raiderhütte mehr. So, einmal kurz Licht anmachen. Haben wir ein bisschen chaotisch Müll verursacht. Müssen wir erstmal aufräumen hier. Geht doch nicht anders. Können doch hier nicht alles einfach so unordentlich hier wieder hinterlassen. So, nehme ich auch nochmal alles mit. Zack. Na, halt das Messerchen hier. Und die Zeitung. Ja, da hat jemand Plumps gemacht. Oder wollte es. Die Umgebung darf man nicht aus den Augen lassen. Das sehe ich genauso. Oder nur kurz beiseite ziehen, damit ich dann auch mal rankomme da. So, darf ich mal. Hier überall dreckig. Schlimm. So, hier einmal alles mitnehmen. Mit einem dicken, fletten Flammenwerfer wolltest du auf uns los hier. Das geht doch nicht. Dann gucken wir mal hier rein. Ist aber sonst nichts weiter. Sieht aus wie eine ganz gewöhnliche Wohnung. Das Bügeleisen nehme ich auch mit. Schönes Sturmgewehr. Ein paar Gleisnägel. Können wir vielleicht ein bisschen was zusammenmixen, weil ich bin ja schon wieder ziemlich schwer unterwegs. Schärftes Messer. Okay. Da passt ein Kampfmesser rein. Okay, wir haben ein verschärftes Messer. Ist aber scharf, das Ding. So, aber Rüstung können wir hier nochmal zusammenmixen. So, und oh, wir können uns wieder richtig bewegen hier. Haben wir hier noch? Nochmal Munition. Bisschen Jet. Will mal Adjektul sagen, aber. Das gibt es hier ja noch nicht. Das kommt erst später. So, hier auch nochmal Stimpaks. Ohne Ende. Also, soweit hat sich schon mal gelohnt vom Loot her. Das einzige Problem, wir sind schon wieder überladen mit allen möglichen. Mein lieber bester Freund Fox. Werftes Bruderherz. Würdest du mir gleich mal ein bisschen was abnehmen? Ich bin schon wieder maßlos überladen. So, wo steht er denn? Glaubt mir das da unten?
Schade, dass man den überladen nicht mehr springen kann. So. Dogmeat. Lässt du mich zu den Großen? Jawohl, ich komm gleich ran. Was Jawohl. Wollten Sie sagen? Aber so. Gerne doch. Dann wollen wir noch mal gucken, mein Großer. Waffen gebe ich dir mal noch nicht. Ich gebe dir jetzt erstmal wieder nur Sonstiges. Weil da waren schon wieder ordentlich Leiter mit bei. 35 Blechdosen, ja. So, Kaffeekannen, Kaffeetassen, Batterien ohne Ende. Whiskyflaschen, Lunchboxies. Staubsauger, Teddybären. Alles für dich erstmal da. So, und los. Und ich werde folgen. Glaube ich dir. So. Können wir wieder rausgehen. Hier liegt ja sogar noch ein Raider mit einer Jagdflinte. Den habe ich aber nicht umgebracht. Das wüsste ich. So, aber ansonsten ist hier kein weiteres Haus begehbar. Entschärfung. Ich habe das Ding nicht gesehen. Als Zeitfalle scharf machen. Ja, komm. Mach gleich Puff. Sag ich doch. Eine Nuka-Cola. Haben wir jetzt wieder 10 Stück zusammen, kriegen wir sogar eine Quantum zusammen. Ist doch optimal. So, aber hier ist jetzt weiter nichts. Da hinten auf dem Dach sieht es aus wie ein Enklave-Treff. Ist doch schon eine relativ große Stadt hier, ne? Aber sonst hier auch kein weiteres Reinkommen oder so. Nicht, kleiner Augenbot. So, Voltec-Brief. Vorkriegsgeld und Aschenbecher. Ein ganzes Kleid ist halt okay. Ganze Klamotten haben sie reingesteckt in den Aschenbechern. In den Aschenbechern, ja. Vor allen Dingen in den Aschenbechern. In den Briefkästen. Ah, ich sehe sie schon. So. Ihr wollt mich überfallen? Ich mach euch weg. War hier nicht noch Maul? Ach, hier. Maulwurfsratte und Co. Gut, da geht's jetzt irgendwie runter. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier nochmal lang. Da hinten bei der Enklave, also bei dem Enklave-Energiegerät. Dort irgendwo in der Richtung vielleicht mal. Ein bisschen was schauen. Wasserturm haben wir hier. Hier hängen auch schon wieder die Leichen direkt an. Dein Leben ist keine Schönheit mehr. Die haben ja. Der hat sich ein Power-Rüstungshelm aufgesetzt. Der hat eine Power-Rüstung, aber. Okay. Raider, die die Enklave überfallen haben. Die Umgebung darf man nicht aus den Augen lassen. Okay. 3 Raketen. Auch nicht schlecht. Enklave Soldier. Den Wachbot haben sie auch kaputt gekriegt. Aber da oben auf dem Dach ist noch was. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie hochkommen. Ich denke mal eher nicht. Aber schauen wir mal. Nee, von hier aus nicht. Von der anderen Seite auch nicht. Haben wir denn hier irgendwas im Schrott hier noch rumliegen beim Wasserturm?
Ja, langsam mal wieder Licht anmachen. Es wird ja schon wieder duster. Ne, hier ist auch nichts weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir denn jetzt eigentlich von der Karte her? Sind wir jetzt hier einmal komplett außen rum gelatscht, ne? Da könnte noch bei der Red Rocket was sein oder auch bei dem LKW. Jetzt will ich hier aber noch nicht runterfallen. Ne? Die Stunde der. Sag mal, ich glaube, du spinnst da hinten. Dann gehst du gleich ins Flammeninferno auf. Ich bin hier, hinten. Ja, da hinten kannst du bleiben. Alles gut. Hier komme ich nicht weiter hoch. Na gut, dann hole ich mir mal kurz den Raider. Wenn schon, denn schon. Dann will ich da hinten auch zur Red Rocket und dort zu dem LKW nochmal gehen. Gibt ja aber zig viele Sachen hier. Schade, dass die nicht markiert sind. Gibt ja eigentlich recht viel zum Angucken. Merkt man aber eigentlich auch schön die Feinheiten der Karte. Finde ich jedes Mal cool. Okay, ist nur eine Red Rocket, die nicht mehr besetzt ist. So, was haben wir hier oben? Warum kann ich hier oben rauf? Weil wir es können. Zu wenig in der Nähe der Nationalgarde gewesen. Three Ships Hike. Na, das war, glaube ich, die Metro. Aber wir sind hier in der Nähe der Nationalgarde. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier nichts weiter. Na gut, auf zum LKW. Der hat mich doch schon angelächelt. Der hat mich schon fast angesprochen und hat gesagt, komm zu mir, komm rein zu mir. Ich habe ausgestoßene Bruderschaft. Okay. Die darfst du behalten. Die brauche ich nicht. So. Aber hier ist jetzt nichts weiter. Okay. Das sieht so aus, als wenn das ein Enklave-Todeskralle ist, ne? Die hat Scheuklappen drauf. Moment. Schade, die fokussiert sich leider auf mich. Nicht auf die Bruderschaft. Ich glaube, die hat keine Chance. Oder die konnte mich einfach nicht erreichen. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Entschuldigung, Dogmeat. Na was? Komm leider nicht schnell genug hin da. Einfach mal reinhalten. Jetzt haben wir Enklave hier. Na, ich muss, glaube ich, gleich Frox wieder ein bisschen was in die Hand drücken. Wir müssen uns auch schon langsam bald wieder leer machen. Das heißt, ich möchte schon den nächsten Schnellreisepunkt da hinten nochmal erreichen. Also Enklave haben wir hier sehr, 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 sehr häufig. In letzter Zeit. Aber das sieht gut aus, dass ich jetzt meine eigenen Sachen nochmal ein bisschen aufwerten kann. So, Flammenwerfer haben wir hier. Wir haben hier Plasmagewehre. Wir haben Spring... Na, wir könnten ja mal hier... Ach, das verschärfte Messer geht nicht mit einem Springmesser. Okay. Gut, Trennmesser. Dann haben wir ja unsere eigene Powerrüstung. Zack.
die machen wir dann mal zusammen. Powerhelme der Enklave. Zwei Rüstungen, okay, gut. Dann hier nochmal ein bisschen was zusammenmixen und dann können wir auch schon wieder laufen. Tesla Rüstung und Tesla Helm. Aber ihr seid ja irgendwo von hier hinten gekommen. Oder seid ihr einfach jetzt nur eine Patrouille? Das ist jetzt so Frage über Frage. Oh, hier leuchtet es. Okay. Überlord mit einem Gatling. Alter. So. Wir machen hier eine Dia-Show draus. Was hat schon? Hier müssten wir ja eigentlich hoch runterkommen und wieder hoch. Weil den Gatling-Laser möchte ich doch haben für meine Rache. Komme ich hier überhaupt rein? Weil es sieht nicht so aus, als wenn ich hier reinkomme, oder? Ah, doch. So. Überlord mit Gatling-Laser. Das Problem ist, jetzt habe ich Forks abgehängt. Ich bin erstmal noch überladen. Irgendwo muss aber hier noch ein Supermutant sein. Na, vielleicht holen die mich ja jetzt gleich ab. Das wäre ja ganz toll. Raus aus dem Versteck. Ja, dann komm doch mal aus dem Versteck. Ah, ich glaube, Forks hat ihn schon gefunden. Denn Gnade dir Gott, Bruder. So. 5 mm. Tja, ich konnte leider keinen Schuss drauf machen, weil... Grund. Überladen. Jetzt die Frage, kommen die mir jetzt entgegen oder kommen sie mir jetzt nicht entgegen? Ich kann noch mal versuchen, dass ich mich noch irgendwie ein bisschen leichter mache, aber die Powerrüstung ist halt ziemlich schwer. Ne, da haben wir gar keine, nichts mehr. In der Richtung hier. Ne, da kriege ich nichts mehr. Na, hier sind noch zwei Jagdflinten, die habe ich übersehen. Aber das hilft mir nicht. Da fehlen immer noch 19 Kilo. Ist ja immer schwierig. Deswegen bräuchte ich dich jetzt, Forks. Ein little bit. Ich sehe ihn gerade laufen. Okay. Forks, schnell, schnell, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Liegt Ihnen irgendwas auf... Ja, Ausrüstung. Aber gerne doch. So, ich gebe dir jetzt erstmal nur Schrott... den ich jetzt noch gesammelt habe. Ja gut, das dürfte eigentlich schon reichen, aber der Rest hier noch. So, ja. Ich weiß, das Ding ist groß. Und ich. So. Krach, bumm. Hochleistungsofen gegen Hochleistungsofen hier. So, nehme ich die schon mal mit. Achso, da steht noch einer.
Ich bin genauso hart. So, dann gucken wir mal. Was hatte er jetzt hier noch? Noch ein Lasergewehr? Ist da noch was? Dogmeat. Sehen tue ich nichts. Irgendwo da hinten. Ich kann mich halt schon wieder kaum bewegen. Aua. So, ob Wachbot oder nicht. Gut, jetzt müssen wir nochmal gucken. Kleidung. Können wir jetzt von der Enklave nochmal wieder... Ja, ich kann meine wieder nachreparieren. Dann habe ich wenigstens da schon mal Gewichtsverlust. Bauerhelm der Enklave. Enklave Rüstung. Irgendwas konnte ich hier eben noch reparieren. Achso, ja gut, davon haben wir ja nur eine. Ich werde hier fast nicht wegkommen. So, mein Hochleistungsofen kann ich nochmal wieder ganz machen. Lasergewehr, ja, jetzt haben wir noch verschiedene, mehr verschiedene Sachen hier. Ah, okay, aber ich kann gerade so laufen. Wachbot mitgenommen, gut. Und dabei wollte ich doch eigentlich ganz fix mal nicht die Talon ausnehmen, sondern hier zum Schnellreisepunkt, der hier irgendwo in der Ecke ist. Ah, hier ist auch mir gefallen. Spätestens jetzt bin ich wieder überladen, oder? Jupp. So, Fox, kannst du mir mal kurz ein bisschen helfen hier? Wollten Sie etwas sagen? Ja, ich muss dir wieder was geben. Aber gerne doch. Ich muss dir jetzt nochmal Waffen und Co. geben. Mal sehen. Gut, er kann schon nichts mehr tragen. Das heißt, wir sind schon am maximalen Limit hier. Und ich sehe gerade, da ist sogar noch eine Tür. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Tür nach Luftschutzkeller. Da würde ich ja gerne rein, aber ich bin schon halt extrem überladen. Und wir haben hier halt da in dem Gebäude den nächsten Schnellreisepunkt. Da wollte ich jetzt eigentlich auch hin. Das heißt, den Luftschutzkeller, den muss ich mir unbedingt nochmal vormerken. Aber ich glaube, ich komme hier heute nirgendwo lang. Das ist ja der Wahnsinn. Wie viel Enklave will denn hier noch landen? Und auf mich wird schon, glaube ich, wieder geschossen. Bin ich hier im Kriegsgebiet? Na gut, lass sie da hinten landen. Ich will weiter. Ich tue mal so, als wenn wir den Vertibird, wie auch immer, nicht gesehen haben. Wir tun einfach so. Ist, denke ich mal, das Einfachste und Beste. Sonst kann ich mich gleich nicht mehr bewegen, wenn ich da jetzt wieder zurücklaufe. Okay, was haben wir denn hier? Ein Skorpion. Der freundlich ist. Nur einer von uns wird die Kommandantin verlassen. Gut, Freundlichkeit hin oder her, aber er hat eine Riesenameise getötet. Verfeindete Freunde hier. Na, wir kommen jetzt der Sache hoffentlich schon mal näher, aber ich glaube, ich muss hier nochmal außen rum. Das Gute ist, wir haben keinen Materialverschleiß jetzt dadurch gehabt, dass wir jetzt ein paar Enklave-Dudes gefunden hatten. So viel Power-Rüstung, wie sie mir immer in die Hand drücken, kann man damit ewig und drei Tage rumrennen. So, hier müsste jetzt die Schnellreise sein. Ich hoffe, ich finde den Luftschutzbunker wieder oder ich komme da hinten von dem Gebäude hier aus raus. Da bin ich mal gespannt. Aber jetzt wollen wir erstmal hier den Punkt haben, der hier irgendwo rum ist. Ah, hier haben wir das Gebäude. Das heißt, in das Gebäude können wir auch reingehen. Nehme ich hier nochmal den Rest mit.
Viel ist ja jetzt hier nicht mehr zu sehen. Gut, konnte ich noch gerade so mitnehmen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.